Hey, liebe Weltallkinder, ich hatte Lust, hier heute so ein bisschen zu malen und ja, dabei ein bisschen zu reden. Einfach so über Dinge, die mich momentan beschäftigen. Ja, das heißt, Farbe rausbekommen, die ist fast schon leer. es ist jetzt, ja, genau 4 Wochen her, dass ich meine 1P-Erfahrung hatte, meine letzte. Ich hatte das Video nicht sofort hochgeladen, falls ihr euch jetzt wundert. Weil ich gehe seit kurzem in so eine Werkstatt. Und ja, dadurch bin ich einfach ein bisschen verplanter als sonst. Ja, ich habe ja in dem Video, also in dem Tripbericht gesagt, dass ich letztendlich regelmäßiger meditieren will. Das habe ich auch gemacht. Also, ja, ich finde, es tut mir auf jeden Fall gut. Ja, was ich zum Beispiel so ausprobiert habe, ist zu Psytrance zu meditieren. Das hatte ich auch immer wieder so auf Goa-Veranstaltungen auch schon so gemacht, dass ich mich einfach, ja, irgendwo hingelegt hatte oder hingesetzt hatte und dann einfach so die Musik durch mich habe fließen lassen. Und ja, sowas kann man natürlich auch zu Hause machen. Goa gibt es auch zu Hause durch YouTube. Ja, und mein Lieblingsinterpret, was so Goa und Psytrance angeht, ist momentan Merkaba, was ich ja auch in dem BDO-Video kurz erwähnt habe. Was ich auch dann noch entdeckt habe, durch ein Psych-Substance-Video, ist der Interpret Sponge. ja, ich finde den Namen ziemlich lustig. Und also von denen kenne ich bisher jetzt, glaube ich, nur 3 Songs oder so. Aber die sind, ich weiß nicht, ich würde die Musik von Sponge so komplett durchgeknallt. Ja, irgendwie so schreiben. Auf jeden Fall auch trippy. Und ja, da gibt es zum Beispiel ein Lied, ich weiß aber nicht, wie es heißt, weil ich die halt erst vor kurzem entdeckt habe. Da klingt es wirklich so, als hätten die da irgend so eine Fantasiesprache, wo die einfach irgendwelche Laute vor sich hergeben. Und ja, das klingt wie so irgendwelche Alien-Laute oder so. Und das fand ich ziemlich lustig. Und ja, erinnert mich auch gerade ein bisschen eben an Der unsichtbare Apfel von Captain Peng. Ich habe da gestern Abend endlich angefangen, es zu lesen. Also mein Freund hat es zuerst gelesen. Und gestern Abend habe ich endlich angefangen. Bin jetzt auf Seite 175 gerade. Und ja, da geht es ja auch immer wieder um Sprache. Und keine Ahnung, ich finde es ziemlich interessant, weil ja, das, da auch immer wieder verschiedene Themen aufgegriffen werden, die mich selber auch schon beschäftigt haben. Wenn ich fertig bin, kann es sein, dass ich vielleicht eine Buchreview dazu mache. Vielleicht rede ich aber auch nur in irgendeinem Video so ein bisschen drüber. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, was gibt es noch zu sagen? Dann, was habe ich noch ausprobiert? Von Mojo D. Die hat richtig tolle Meditation. Also das ist so eine Person auf YouTube. Die hatte selber auch so mit Ängsten und Depressionen zu kämpfen. Und darüber hat die auch Videos gemacht. Also der ihr Kanal war wirklich so, wenn man so die Anfangsphase von ihr anschaut, so auch so eine Art Selbsthilfeprojekt für sich selber. Ich finde das unglaublich schön. Und ja, dann hat die halt auch angefangen, so selber Meditationen zu machen, die man eben auch auf YouTube frei verfügbar anhören kann. Und meine 2 Lieblingsmeditationen momentan von ihr sind einmal so eine Baummeditation und einmal eine so zum Ängste loslassen.
Und ja, also so Baummeditation finde ich halt wirklich schön. Eben wegen der Verbindung zur Natur. Also ich finde, das könnte man auch voll gut während so einer Psychedelika-Erfahrung oder so auch mal ja, anhören bzw. machen. ja, also ich finde, es hat was voll Beruhigendes. Und ja, die Meditation mit dem Ängste loslassen kann ich halt auch wirklich jedem empfehlen, der Probleme mit Ängsten hat. Ja, ich glaube, gerade ist auch so eine Phase, wo ich, denke ich, sehr viel verarbeite. Wie mache ich das jetzt? Ja, das ist das Blöde mit der Kante. Zum Glück habe ich die Kante erkannt. ja, manchmal könnte ich am laufenden Band Captain Peng zitieren. Ich weiß aber nicht. Wie mag die Alexis jetzt machen? Was habe ich noch ausprobiert? Oh, ich hatte mein erstes Mal Space Cookies. Währenddessen habe ich aber nicht gefilmt. Und genau, ich erzähle der Reihenfolge nach. Mein Kumpel Dennis, den ihr aus ein paar Vlogs schon kennt, der war zu Besuch. Weil wir wollten ja diesen Spieleabend machen. Und ja, wir sind dann rausgegangen. Ja, er wollte was rauchen. Und ja, ich habe dann auch, ich glaube, wirklich nur dreimal davon gezogen. Und ich habe halt wirklich eine Toleranz von null. Das heißt, das bisschen reicht auf jeden Fall bei mir schon aus, dass ich was merke. Also, ich war da jetzt nicht komplett benebelt, aber ich habe auf jeden Fall was gemerkt. Ja, und dann ist es ja bei mir manchmal so, dass ich Gedankenkreisen haben kann bei Cannabis. Und was da eben der Auslöser war, war, dass ich eben nicht mehr wusste, wie ich wirke. Das hatte ich ja auch genau, da gibt es doch dieses Video von mir, Malen und Erleuchtung auf 250 Mikrogramm 1P LSD. Und ja, während der Erfahrung habe ich das irgendwie dann auch loslassen können, dieser Gedanke, ich weiß nicht mehr, wie ich auf andere wirke, der eben auch ja bei mir schon ziemlich viele Angstgedanken so verursacht hatte und ja, auch so mit der Sozialphobie zusammenhängt, die eben so stark werden kann, dass es eben auch zu Wahnvorstellungen kommen kann. Und ja, genau, bei mir kam dann wieder so ein bisschen Gedankenkreisen, weil ich halt, ich bin ja allgemein jemand, keine Ahnung, der hüpft gerne rum wie ein Flummiball und macht irgendwelchen Blödsinn. Und labert irgendwelche Scheiße. Und ja, den Drang hatte ich da auf jeden Fall dann auch. Und mein Ego hat mich dann irgendwie dann verunsichert von der Art und Weise, wie ich mich eben verhalte. Was soll ich sagen? Ja. Dann sind wir auf jeden Fall nach Hause gelatscht. Und ich kam dann auf die Idee zu meditieren. Und ja, das war so das erste Mal, dass ich so wirklich mit Cannabis meditiert hat. Ich glaube, ich finde es passender zu sagen, dass man mit einer Substanz mutiert meditiert. Als auf einer Substanz, weil, ja, ich weiß nicht, ich finde mit
klingt irgendwie passender. Und mir ist dann eben auch wieder so eingefallen, dass meine Gedanken auf Cannabis wirklich oft sehr ähnlich sind, wie wenn ich jetzt zum Beispiel LSD genommen habe. Heißt, ich habe halt oft auch immer wieder psychedelische Effekte durch Cannabis, wodurch ich halt auch so auf Set und Setting achten muss bei Cannabis. Also ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich es nicht wirklich rauchen konnte und dass ich völlig paranoid wurde und Angstgedanken hatte und alles. Und ich habe dann mittlerweile so einen Weg gefunden, wie es dennoch geht. Auf jeden Fall habe ich dann im Prinzip meinen Zustand, den ich da so hatte, so behandelt, als ob ich jetzt auf LSD wäre. Und ich habe dann irgendwie auch so wieder dieses Gefühl gespürt, loszulassen. Und ja, dann kam ich eben auf die Idee zu meditieren, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Und habe mich aufs Bett gelegt. Und ich finde, das hat mir unglaublich gut getan. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was da innerlich in mir vorgegangen ist. Ich habe irgendwie ziemlich viel so innerlich so zugelassen, würde ich sagen. Und ich kam eben auch das erste Mal auf die Idee, zu meditieren, während ich Captain Peng höre. Und wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Das war eigentlich voll die tolle Idee. Weil am Anfang war ich so, hat ja Text, könnte ja einen irgendwie so ablenken. Aber ich finde, ich weiß nicht, das hat dann dazu geführt, dass meine Gedanken eben, weiß nicht, in dieses, was ich auch oft auf LSD habe, dieses ich weiß nicht, wie ich diesen Zustand bezeichnen soll, dann ist der Geist irgendwie so wie so offen irgendwie und die Gedanken fließen einfach so voll smooth entlang, würde ich sagen. Und immer wieder schießen einen auch so völlig neue so Betrachtungswinkel in den Kopf. Und das habe ich dann halt so währenddessen so gespürt. Also dieses schnelle Gedankenrasen wegen der Angst hat sich in einen schnellen Gedankenfluss so verwandelt. Also der eben nicht mehr mich irgendwie runtergezogen hat oder so, sondern wie fasse ich das in Worte? Der mir eben auch eben neue Perspektiven irgendwie so gezeigt hat. Was hat die Alex dann gemacht? Mir ging es ja dann besser. Und wir hatten dann noch so Space Cookies zu Hause. Die lagen schon ewig lang rum.
Das hat mir auch geschmeckt. Und es waren halt nur 2 Stück. Und ich habe einen halben gegessen, mein Freund Norman einen halben und Dennis einen ganzen. Weil Dennis halt eine sehr starke Toleranz hat. Ja, deswegen fanden wir es so eigentlich so, ja, am besten. Und, ja. Ich habe da jetzt nicht so krass viel davon gemerkt. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht ganz komplett nüchtern bin. Aber ansonsten hat der Space Cookie jetzt nichts an so meinen Zustand erinnert. An sich hat es der Space Cookie nichts an meinen Zustand irgendwie so richtig verändert. Also klar, ich hatte noch diese leichte Cannabis-Wirkung von dem, was ich geraucht hatte, aber es war nicht so, dass da irgendwie noch was so oben drauf gelegt wurde. Also es war wirklich halt, ja, nicht stark. Ja, mein Kumpel Dennis meinte auch, dass er schon, ja, was merkt. Aber der hatte halt auch mehr. ja, dann sind wir zum Edeka gelatscht, Fresszeug kaufen und von Valsoia gibt es da voll das geile Nusseis. Das habe ich mir dann geholt. Ich hatte so davor eigentlich gar nicht vor, mir was zu essen zu kaufen. Ich dachte, die Jungs holen sich auch nur Energy Drinks. Und ja, am Ende sind alle mit Essen rausgegangen. Oh, und was mir auch passiert ist, ist, ich war so die Hüterin des Einkaufswagens und ich habe es, glaube ich, einmal, vielleicht auch zweimal hingekriegt, um wirklich zu vergessen und im Laden stehen zu lassen. Und ich bin einfach weitergelatscht ohne Einkaufswagen. Und Norman dann so, wo ist der Einkaufswagen? Und ich bin dann so, muss ich den suchen, bin wieder zurück. Das war völlig verpeilt. Ja. Danach sind wir noch zu einem Lost Place gegangen. Und es hatte aber die Tage davor geregnet. Deswegen war es da drin matschig und man konnte bei der einen Stelle nicht wirklich runterklettern, wenn es da zu nass ist. Und deswegen sind wir da wieder raus. Ja, dann sind wir jetzt zurück zu meiner Wohnung. Was haben wir gemacht? Oh, mein Freund hat mir was richtig Blödes gezeigt auf YouTube. Ich stehe ja auf so Cancer-Scheiße. Und zwar, als ich ein Kind war, habe ich voll gern so diese Asterix und Obelix-Comics gelesen. Ich habe tatsächlich mit denen sogar lesen gelernt. Und ja, da gibt es ja auch die Filme. Und Norman hat mir gezeigt, dass es so von Erkan und Stefan eine Version von Asterix und Obelix gibt. Die sind Schwörerdeutsch. Also richtig so kompletter Müll. Ja, das haben wir dann angeschaut. Also es gibt so einen 10-Minuten-Clip auf YouTube. Ja, vielleicht tue ich auch in die Infobox wieder mal ein paar Sachen so verlinken, die ich hier so erwähne. Dann könnt ihr euch den Scheiß auch reinziehen. Und, was haben wir dann gemacht? Genau, ich habe dann mein zweites Mal BDO gehabt. Da habe ich dann 2 Milliliter zu mir genommen. Ja, also es war wieder so eine leichte Euphorie da, aber ich finde die Wirkung halt nicht stark. Man muss aber auch sagen, ich war eben wieder nicht nüchtern im Magen und ich hatte abends auch dann noch was gegessen, halt mein Eis und ja,
beim Mal davor hatte ich so vor der Einnahme die 6 Stunden davor nichts gegessen. Und bei dem Mal hatte ich dann 2-3 Stunden vorher noch was gegessen. Also, ja, kein Wunder. Ja. Ja, vielleicht sollte ich das mal auf nüchternen Magen ausprobieren. Aber ich hätte das auch nicht so ganz geplant, dass ich das jetzt heute mache. Oder ja, ich wusste es nicht genau. Und ich habe das auch erst eingenommen, als die Wirkung vom Cannabis wirklich komplett weg war. Weil wenn man zuerst Cannabis irgendwie raucht oder so und dann BDO nimmt, dann hat man gar nichts vom BDO. Ich habe dann aber gehört, wenn man zuerst BDO nimmt und dann irgendwie Cannabis zu sich nimmt, dann soll das irgendwie voll toll sein. Und als Dennis dann ja später nochmal raus wollte und ein bisschen was rauchen, habe ich dann auch wieder so, ja, ein paar Mal auch dran gezogen, aber ja, wie gesagt, wieder nicht viel. Und dieses Mal ist es dann auch nicht in so ein destruktives Gedankenkreisen wie am Anfang irgendwie so reingekommen. Und ja, es war echt ziemlich angenehm. Also, ich habe wieder so dieses, mein inneres, hyperaktives rumhüpfendes Kind rauslassen können. So ein bisschen. Ja, wir sind dann wieder zurück. Und irgendwann waren wir dann halt auch ziemlich müde. Mein Freund Norman hatte eigentlich gehofft, dass wir noch zocken. Aber wir waren halt dann beide irgendwie zu müde. Also Dennis und ich und wollten dann nicht mehr. Und ja, mein Freund hatte eigentlich gehofft, dass wir eben dann ja zocken würden. Haben wir aber nicht. Ah ja, davor hatten wir auch eine Runde Monopoly noch gespielt. Und ja, es war halt so, dass Dennis auf die Schlossallee kam. Er hatte aber selber nicht genügend Geld und konnte sie nicht kaufen. Deswegen musste sie versteigert werden. Und wir haben so eine Version gespielt, wo es so ein elektrisches Dingsbums gab. Was auch immer, ja, irgendwelche Geräusche von sich gab oder so. Und bei einer Versteigerung gab es eben auch diesen Countdown. Und ja, also mein Freund Norman wollte dann halt irgendwie die Schlossallee. Und ich habe schon geahnt oder gemerkt, er hat viel mehr Geld als ich. Ich krieg die nie. Und ich hatte, glaube, also das war so mit Karten irgendwie und so irgendwie alles in Millionenpreisen. Das ist die Monopoly-Version. Und die Schlossallee hätte regulär 4 Millionen gekostet. Und ich hatte aber selber nur noch ein bisschen mehr als 3 Millionen. Und dann haben wir irgendwie eben angefangen, ja, das zu versteigern. Und Alex hat dann vielleicht so ein bisschen den Preis in die Höhe getrieben, obwohl ich selber nicht mehr so viel Geld auf der Karte hatte. Weil ich halt nicht wollte, dass so ein Freund die unter 4 Millionen bekommt. Der hätte die ja sonst günstiger bekommen, wie die regulär verkauft wird. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Und er war dann kurz ziemlich pissed. Weil, ja, ich mich sozial verhalten habe, wie den ganzen Kapitalismus. Und ja. Ja, und dann war es eben die Diskussion, darf ich sowas machen? Und weil ich stand halt nirgendwo auch in den Regeln. Und ich habe dann aber so argumentiert, dass ich ja das Geld hätte haben können zum Bezahlen, wenn ich Hypotheken aufgenommen hätte für meine Straßen. Und dann eben auch diesen Betrag, den ich da reingerufen hatte,
zeigen können. Ja, mein armer Freund. Und was dann noch viel mieser war, also der hatte eh schon da, ja, Pech gehabt so ein bisschen. Dennis hatte dann irgendwie so, ja, auf ein Ereignisfeld so ein Ereignis, dass er, ich glaube, eine Straße mit einer anderen Straße von dem Mitspieler tauschen kann. Und weil er selber die Parkstraße hatte, hat er sich dann die Schlossallee von Norman geholt und ihm seine Badstraße oder so gegeben. Und ja, ja, wie gemein ist es eigentlich? Also Norman hat zuerst schon, ja, mehr gezahlt beim Versteigern, wie er eigentlich hätte so richtig müssen. Und dann wird es ihm auch noch geklaut. Das war, ja. Wir haben uns verhalten wie Kapitalistenschweine. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, irgendwann pennen gegangen. Ja, was ist noch so passiert? Ja, ich wollte ja von Meditation erzählen, genau. Was ich letztens auch mal gemacht habe, ist, ich habe mich so hingelegt und mit Absicht alles Mögliche aus meiner Vergangenheit so hochgeholt. Das heißt, auch so die Traumata und so. Aber will ich noch vorneweg sagen, das empfehle ich jetzt nicht jedem zu machen, sondern nur, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat im Thema Traumaverarbeitung. Und ja, genau, ich habe halt im Prinzip alle Ängste so hochgeholt und irgendwie unangenehme Bilder und so und habe mir dann selber gesagt, es wäre okay, wenn dieser ganze Schmerz, diese ganze Angst, die ich jetzt fühle, für immer da bleibt und ich sie eben nicht losbekomme. Ursache dafür war, ich hatte die Tage davor so ein Video angeguckt und da ging es eben auch ums Loslassen, warum viele Leute nicht loslassen können. Und zwar, weil sie gar nicht wirklich loslassen wollen, sondern weil sie was weghaben wollen. Und ja, habe ich bei mir selber dann auch im Prinzip immer wieder gemerkt. Und ja, ich habe mir dann eben vorgestellt, dass dieser Schmerz, diese Angst so für immer da bleiben würde, dass ich theoretisch auch nicht sterben würde und es wirklich so bis in die Unendlichkeit fühlen müsste. Und das ist irgendwie, ja, dennoch irgendwie dann, ja, irgendwie so einfach keine Macht mehr über mich hat. Also, dass ich einfach diesen Zustand akzeptiere. Wenn man so Ängste zulässt und sagt, es wäre okay, wenn die Angst jetzt recht hat, irgendwie verlieren die dann bei mir ihre Macht. Und, ja. Schwer zu beschreiben. Ich habe auf jeden Fall ja dann auch voll angefangen zu weinen. Das war alles ziemlich aufwühlend, finde ich. Aber ich finde, es war so ein positives Weinen. Also ich finde, es hat auf jeden Fall mega gut getan. Und ja. Ich denke, es tut einem auf jeden Fall auch gut, wenn man so seinen inneren Frieden finden will. Und eben auch so diese komplette Vergangenheit einfach akzeptiert und das nicht mehr weghaben will. Und es ist einfach so okay, so ist, wie es ist.
Ja, was gibt's noch so zu sagen? Ich habe angefangen, mich mit dem Thema Chakren zu beschäftigen. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Also, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, da steckt auf jeden Fall ein wahrer Kern drin. Also, jetzt zum Beispiel diese Sachen, die so die einzelnen Chakren beschäftigen. Also, die einzelnen Chakren, so, für was es steht, das meine ich. Wenn man diese Sachen verinnerlicht, tut es einem auf jeden Fall gut. Also diese inneren Werte und Glaubenssätze tun einem auf jeden Fall gut. Nur bisher habe ich das halt, solche, ja, positiven Glaubenssätze nicht, irgendwie so einen Ort an meinem Körper zugeordnet. Also, ich habe das, und das ist ja dann alles auch so aufgeteilt. Und ich bin mir selber nicht sicher. Ob man das halt wirklich so nur einer Stelle so im Körper irgendwie zuordnen kann. Weil ich ja, weiß nicht. Es ist ja alles so miteinander verbunden. Und dadurch nehme ich jetzt irgendwie solche Sachen, ich weiß nicht, so nur hier positive Energie so überall im Körper wahr. Und nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, das kommt jetzt aus dieser einen Quelle dort am Körper und das andere kommt aus der einen Quelle dort. Ja, und während meinen eigenen Erleuchtungserfahrungen, wo ich nicht mehr mit meinem Ego identifiziert war, hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die Erkenntnis, dass es irgendwie Chakren gibt. Mein Freund geht es genauso. Ich habe mit ihm dann auch über Chakren gesprochen. Der hat ja auch schon mal eine Erleuchtungserfahrung und da hat er tatsächlich auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie Chakren gibt. Also ich kann das jetzt, wie gesagt, nicht genau sagen. Ich will mich da auch noch mehr informieren und jetzt nicht irgendwie ein vorschnelles Bild irgendwie davon haben, wenn ich doch ja noch bisher relativ an der Oberfläche von dem Thema kratze. Aber ich habe halt das Gefühl, es ist so eine Sache, wo der Mensch eben versucht, Sachen in Worte zu fassen, die man nicht unbedingt so in Worte fassen kann. Und man eben etwas, was ja, ich nenne es gerne jetzt mal die Universumsenergie. Ich weiß nicht, ob man das in einem bestimmten Punkt im Körper so zuordnen kann, weil das sich eben unabhängig vom Körper anfühlt. Also, ich kann auch nicht genau sagen, ob es das überhaupt gibt. Das ist halt nur das, was ich so auf subjektiver Ebene erlebt habe, während diesen Phasen, wo ich nicht mehr mit dem Ego identifiziert war. Ich hatte einfach so das Gefühl, das Universum durchströmt mich mit Energie. Also, dass ich irgendwie unendlich hohe Energiereserven in mir habe. Und ja, ich mich da irgendwie auch nicht wirklich so erschöpft fühle. Rein wissenschaftlich gesehen ist auf jeden Fall auch logisch, wenn man zum Beispiel keine Depression mehr hat, dass man dann viel mehr Energie hat. Weil sowas wie Depression kann einen ja enorm viel Energie rauben. Ja, also wenn das Ego eben auf eine destruktive Art und Weise da ist, dann
kostet das einen ziemlich viel Energie. Ja, aber ich kann eben nicht genau sagen, ist es wirklich so die Energie vom Universum, die da durch einen fließt? Oder was ist es genau? Und vielleicht ist es auch einfach so eine Sache, die man als Mensch gar nicht so komplett verstehen kann. Was das jetzt genau ist. Beim Thema Hirnforschung und so stehen wir Menschen ja auch noch ziemlich so am Anfang. Es gibt so viel, was wir noch nicht verstehen. Und ja, ich weiß es selber auch nicht genau, ob wir es auch irgendwann mal komplett verstehen werden. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir irgendwann ein Gehirn komplett, ja, nachbilden können, was dann eben nicht nur dann imitiert von der Art und Weise, wie es funktioniert. Also im Sinne, viele Roboter, wie die funktionieren, imitieren ja. Und, oder dem wurden halt irgendwelche, ja, vorgegeben Muster, ja, so reinprogrammiert. Und, ob dann so wirklich so komplettes Bewusstsein so kopiert werden kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema. Allgemein würde ich glaube auch sagen, dass ich auch voll viele, ja, großen Fragen des Universums mit, ich weiß es nicht, antworten würde. Weil man als Mensch in seinem kleinen Menschendasein wirklich so unglaublich wenig eigentlich erfassen kann. Ich habe da auch mal bei einem Tripbericht ja sowas gehört, hat einer gesagt, dass der Mensch irgendwie sowas wäre wie eine 5 GB Speicherkarte und die DMT-Erfahrung hätte so 60 GB ja, so an Material oder was das eben an Speicher braucht. Und man ist, geht dort eben hin. Aber wenn man dann wieder eben zurückkommt, das, man kann das einfach nicht komplett erfassen in seiner Begrenztheit als Mensch. Und ja, um wieder zum Thema Chakren zurückzukommen, ich bin mir nicht sicher, ob Chakren vielleicht sowas sind, dass der Mensch da versucht, was eben in so ein System einzufügen, was er vielleicht nicht komplett begreifen kann. Ja, ich kann es ja nicht genau sagen. Wie gesagt, ich bin auch noch selber am Dazulernen. Und ja, ich habe das Gefühl, mit dem Thema Chakren wird halt auch ziemlich viel Geld gemacht. Das ist ja allgemein leider so eine Sache, dass so Spiritualität von manchen Firmen auch so komplett ausgenutzt wird und so vermarktet wird, um irgendwie Geld zu machen. Also ja, der Kapitalismus versucht halt so aus allem Geld zu schlagen. Und was ich dann halt so kritisch sehe, sind halt dann so solche Sachen wie kaufe dieses und jenes und wirst glücklich sein und viel Geld haben und Wohlstand haben und ja, also von sowas halte ich überhaupt nichts. Ich denke, man kann sie nicht glücklich kaufen, auch wenn es vielleicht spirituelle Gegenstände sind. Also sowas sehe ich auf jeden Fall kritisch. Und was gibt's noch? Genau, zum Beispiel, dass man sagt, so dieser Stein wird dich jetzt vor allem Übel bewahren und vor Krankheiten oder so. Ich finde eher, dass so Kraft aus einem selbst kommt. Man kann die in sich selber finden. Man muss nicht irgendein
magisches Artefakt kaufen. Und ja, hoffen, dass das dann so die ganze Arbeit für einen quasi übernimmt. Also man kann wirklich diesen ganzen Frieden in sich selber finden. Man braucht nicht wirklich irgendwas aus dieser materiellen Welt. Klar, man sollte jetzt meiner Meinung nach auch nicht in kompletter Askese leben. Man kann sich auch immer wieder schöne Sachen gönnen. Aber ja, es ist halt. Ja. Ich weiß nicht, ob Steine einen glücklich machen können. Also die Steine sind jetzt auch nur ein Beispiel. Es sind ja noch ganz andere Sachen. Ich denke auf jeden Fall, dass ein manche Gegenstände so Hilfsmittel sein können. Zum Beispiel ist auch sowas wie Räucherstäbchen. Ich denke auch, dass alles im Prinzip auch irgendwie Energie ist. Also auch die Kristalle. Ich meine, Materie ist ja Energie. Aber ja, wenn so irgendeine Sache so als so Wundermittel deklariert wird, sehe ich das so ein bisschen auch, ja, kritisch. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall Dinge, die eine unglaubliche Wirkkraft haben können. Sowas wie Ayahuasca. Aber ja, wenn man jetzt denkt, dieser Stein wird mich jetzt reich machen oder sowas, davon halte ich nichts. Was ich dann auch noch letztens so ein bisschen recherchiert habe, war so ein Bezug auf die Hawking-Skala. Ich ja selber auch schon so relativ interessant fand. Wo ich durch den Kanal Rauschkunde da drauf gekommen bin. Und ja, ich denke auch, dass da was Wahres dran ist. Aber wenn man das mal wirklich recherchiert, was da genau wo in dieser Skala eingeordnet wird, da werden ja auch so, keine Ahnung, alle möglichen Bücher und Filme und politischen Einstellungen und Religion und Länder irgendwie so eingeordnet. Ich finde ja manche Anordnungen auch, ja, ein bisschen fragwürdig. Also, liebe Autor dieser Skala stuft zum Beispiel seinen amerikanischen Patriotismus sehr weit oben ein und ist auch der Meinung, dass Amerika so vom Bewusstseins, also von der Bewusstseinshöhe am höchsten von allen Ländern ist. Und ja, ich habe mir das dann auch so verschiedene Sachen angeschaut, wie er die eingeordnet hat und habe das dann auch meinem Freund gesagt und wir waren dann wirklich so, wir dachten kurz so, das hätte irgendein Troll gemacht. Das wäre nicht echt. Das kann ja nicht sein, dass wie das da so auch irgendwelche irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, ich kann es nur noch grob sagen. Der hat auch irgendeine politische Entscheidung zu 9/11 dann auch so voll dem, also von Amerika, voll die hohe Bewusstseinshöhe irgendwie so eingeordnet und ich bin mal, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht war es diese Kriegserklärung oder so. Es war auf jeden Fall irgendwas in Bezug auf 9/11 und ich dachte nur so, what the fuck. Also ja, er nimmt halt so Amerika so ein bisschen als Maß der Dinge. Und ja, auch so die Strukturen in Amerika. Und ich finde es halt mehr als fragwürdig.
Und vor allem, ich weiß nicht. Patriotismus. Ist das nicht auch eine Suche nach Halt? Also, dass man sich, ich weiß nicht, man braucht sich ja eigentlich über nichts definieren. Es ist eigentlich egal, wo man herkommt. Und mir ist bewusst, dass es auch quasi so positiven Patriotismus geben kann. Zum Beispiel, dass man sagt, ich liebe jetzt dieses Land und deshalb will ich zum Beispiel, dass es irgendwie der Natur gut geht und den Menschen hier gut geht und irgendwie, keine Ahnung, das Ganze demokratisch ist und so. Aber ich finde, das sollte dann halt nicht auf ein Land beschränkt sein. Das ist eben die Sache, die mich daran stört. Ich finde, das sollte ja für die ganze Welt gelten. Und nicht nur für diese Kategorie Mensch, der man sich selber zuordnet. Und allgemein dieses Kategoriedenken, diese eine Gruppe und dann diese andere Gruppe. Und ich halte davon nicht viel, weil dadurch beschränkt man sich auch irgendwie selber. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch schon selber Gruppen zugeordnet. Aber eigentlich kann man so ein Mensch gar nicht so komplett erfassen, wenn man denkt, der ist jetzt nur diese eine Kategorie, diese eine Schublade. Jetzt Beispiel auf mich selber bezogen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur sagt, dass dieses Mädchen, was schon LSD genommen hat, dann finde ich nicht, dass man mich jetzt komplett erfasst, wer ich wirklich bin. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass es dieses Mädchen, das öfters mal ja, ziemlich Blödsinn macht und laut irgendwie rumkichert und so. Ich finde, dann erfasst man auch nicht so komplett, wer ich bin. Also, ja. Weder die Schublade LSD-Leute noch Leute, die Blödsinn machen, finde ich, erfasst komplett, wer ich bin. Also ich finde, dieses Konstrukt Ich ist viel komplexer. Und ja, das ist ja die Frage, was ist überhaupt Ich? Kann man das überhaupt festmachen? Warte, ich habe da letztens was geschrieben auf Instagram. Oh, ich könnte jetzt eine richtig schlechte Werbung machen. Ich glaube, ich mache das. Er folgt auf meinen Instagram-Account. ja. Da gibt es ja diesen Rebel Girl Artwork-Account. Manchmal schreibe ich da auch was. In letzter Zeit öfter. wo war es denn? Welcher Teil im Menschen erlebt eine Ich-Auflösung? Ist eine Ich-Auflösung auch nur ein Ego-Trip? Oder besteht der Mensch mehr als nur aus Ego? Gibt es eine Seele oder was ist Bewusstsein? Nur eine konstruktive Art des Egos, mit der man nicht mehr identifiziert sein muss, oder etwas anderes? Ist der Mensch begrenzt oder unendlich? Oder ist nur das Ego begrenzt? Sprache kann das Ganze wohl nicht erfassen. Wissen vielleicht auch nicht. Ja, also das Thema Ich ist sehr komplex. was wollte ich sagen? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, momentan ist es auch so. Ich habe immer wieder irgendwelche Ideen für den Kanal. Aber irgendwie komme ich so nicht ganz hinterher, das irgendwie umzusetzen, weil ich eben, wie gesagt, seit ja, jetzt einiger Zeit ein bisschen mehr verplant bin. Und
merke halt auch, je mehr ich mit meinem Ego identifiziert bin, umso schwerer fällt es mir, vor der Kamera zu reden. Ich habe festgestellt, das hier, wenn ich Fernsehen zeichne, das ist voll toll. Ich finde, ich kann gerade mega frei reden. Also, ja, irgendwie. Ich finde, ich rede gerade freier als jetzt zum Beispiel, wo ich den 1P-Trittbericht aufgenommen habe. Olo, ich nehme schon voll lange auf. Oh mein Gott. ja, also die Worte kommen einfach mehr von selber raus. Und ich denke, ich werde hier auch weniger rausschneiden müssen. ja, genau, was ich noch als letztes Thema hier noch irgend so belabern wollte. Das ist schon so lang, oh mein Gott. War eben die Sache YouTube und das Ego. Das hatte ich eben ja bei diesem Trittbericht schon angeschnitten. Also hier auf YouTube ist es ja so, viele Leute spielen halt auch so eine Rolle. Und weiß nicht, es ist auch nicht immer komplett dann alles schlecht. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sowas moderiert, kann das auf jeden Fall auch Sinn machen. Aber ich fühle mich bei sowas überhaupt nicht wohl. Ich finde, je weniger ich so drüber nachdenke beim Film, umso schöner ist es für mich, umso mehr Spaß macht es mir. Ja, ich will mich nicht verstellen. Und es gibt halt auch zum Beispiel jetzt manche YouTuber, die vermarkten sich wie so ein Produkt, also Marke Bibi's Beauty Palace oder so. Manche Frauen, die schminken sich extra vor einem Video und keine Ahnung. Es ist wie so eine Maske. Ich finde, Make-up kann auf jeden Fall auch ja eine Sache sein, um sich selber auszudrücken. Ich finde Make-up jetzt nicht pauschal scheiße. Aber ich finde, es fällt schon ziemlich auf, wie viele weibliche YouTuberinnen halt ja diesen Fokus so auch aufs Aussehen legen, finde ich. Also es kommt bei mir zumindest rüber. Und ja, es gibt halt eben, ich finde, wenig echte Persönlichkeiten. Das finde ich kacke. Also ich schaue zum Beispiel ja gern den Kanal von Luna Darko. Ich schaue den schon seit mehreren Jahren und was ich daran mag ist, ich finde, die Videos sind so komplett frei und ich finde es unglaublich schön, weil ja man sich eben nicht diesen Standardmodell von YouTube so hinzufügt, sondern ja, es ist wie so dieses einfach Film, also einfach machen. Ja, und ich merke aber, dass mein Ego bei diesem einfach machen immer wieder relativ unsicher ist. Also diese Sozialphobie zum Beispiel anfängt sich zu melden. Weil je mehr Persönlichkeit man von sich preisgibt auf einem Kanal, ja, umso verletzlicher macht man sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Nehme an, ich würde jetzt
nur komplett sachlich über ein Thema reden. Es ist, glaube ich, eine andere Sache, als wenn ich jetzt irgendwas komplett Persönliches erzähle. Ja. Und ja, wenn man halt zum Beispiel auch Dinge über sich erzählt, die ja die können halt alle so von Menschen bewertet werden. Also ja. Gerade halt auch bei so Themen, die gesellschaftlich eher so umstritten sind. Weiß gerade nicht, wie ich das alles in Worte fassen soll. Also, mein Ego hat auf jeden Fall Angst, immer wieder so auch Sachen zu erwähnen, wo es ja mal nicht positiv läuft. Weil viele zeigen ja nur diese positive Seite. Wie gut es ihnen doch geht und ja. Immer mit ihrem Lächeln vor der Kamera. Und ja, wie gesagt, ich finde das alles halt ziemlich unecht. Und ich finde es dann halt irgendwie auch besser, wenn man so, ja, wenn das Ganze realistischer ist. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das formulieren soll. Ich glaube, kann einem halt schwer fallen, was anderes zu machen, wie die anderen das machen, wenn so das andere so als komplett erfolgreich so angepriesen wird. Und es gibt ja auch so eben in diesem YouTube-Studio immer so diese Erklärvideos, wie man erfolgreich auf YouTube wird. Also wer selber Videos macht, der kennt es, dass dann ja auch so Tipps empfohlen werden und so. Und das ist halt einfach so im Prinzip sowas wie vermarkte ich meine Persönlichkeit, damit ich am meisten Geld bekomme. Und daran störe ich mich ehrlich gesagt ziemlich. Also, ich will hier halt einfach machen. Und ja, was ich dann halt genau vorgestern Abend gemacht habe, ist, ich habe auch dieses Video angeschaut, also wo ich auf dieser Waldgoa war. Und ja, danach dann auch über eine Woche nicht mehr mit meinem Ego identifiziert war. Also ja, das war im Prinzip so das längste Mal, wo ich das aufrechterhalten konnte. Und mich hat dieses Video total glücklich gemacht. Weil zu diesem Thema, dass ich öfters so laut bin und rumhüpfe und so,
spüre ich immer wieder auch sehr viel Unsicherheit. Also, ich weiß nicht. Ich könnte ja auf Ablehnung stoßen. Das ist eben die Sorge, auf Ablehnung zu stoßen, wenn ich ich selber bin. Und wenn ich ich selber bin, bin ich öfters tatsächlich so irgendwie auch so kindlich drauf. Und ja, ist es die Sorge, dass dann halt Leute das irgendwie nervig oder peinlich finden. Und ich fand es dann in dem Video halt irgendwie so toll, wie ich dann halt wirklich so diese Selbstliebe hatte und so gesagt habe, es ist egal, was die Leute denken. Und es hat mir selber dann halt auch gut getan, das wieder so zu verinnerlichen, als ich das gesehen habe. Und ich bin ehrlich gesagt so froh, dass ich so eben immer wieder Momente, wo ich nicht mehr mit meinem Ego identifiziert war oder teilweise auch so den Prozess dahin mit der Kamera festgehalten habe. Weil mein Freund, bei dem ist es so, der hat auch immer wieder ein paar Sachen von seiner Erleuchtungserfahrung so vergessen. Und ich bin so froh, dass ich das so festgehalten habe für mich, weil es mir das ganze Thema auf jeden Fall auch viel zugänglicher macht. Also ich kann dann frühere Momente dann tatsächlich auch wieder besser fühlen. Also ich habe ja gesagt, dass man mit jedem Moment, der je stattgefunden hat, irgendwie ja verbunden ist. Und die Videos erleichtern mir das tatsächlich. Und ja, finde ich schön. Mal das noch fertig jetzt im Laufe des Videos. Mal gucken, ja, was ich noch rede. Ich finde ja, dass mir der Kanal ziemlich gut tut. Auch so als Ventil. Es ist wie beim Schreiben, wo man ja auch so Sachen im Kopf ordnen kann, loslassen kann. Und wenn man drüber redet, ist es natürlich genauso. Aber es ist auf jeden Fall auch die Sorge da, dass meine Mutter das Ganze entdeckt. Also meine Mutter weiß, dass ich schon gekifft habe. Das weiß sie auch bei meinem Bruder. Aber mehr weiß sie halt nicht so wirklich. Und ich würde ehrlich gesagt voll gern so mit den Themen ja so offen mit ihr umgehen und ihr auch zeigen, dass ich eben versuche mit Psychedelika das Ganze auch therapeutisch einzusetzen. Und ja, dass es eben nicht nur ums Zudröhnen geht. Also es gibt ja dieses Bild in den Medien. Ja. Nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe schon LSD genommen, dann werde ich nach vielen Medien, glaube ich, als Drogenjunkie
irgendwie zählen oder wenn ich irgendwann schon so sagen würde, was ich auch noch andere Sachen schon ausprobiert habe. Und ich finde einfach, das trifft meiner Meinung nach nicht zu. Das ist einfach so eine Pauschalisierung, so ein vereinfachtes Denken der Wirklichkeit. Also ja, und meine Mutter ist halt noch in diesem vereinfachten Denken drin. Und ja, keine Ahnung, wie ich mit ihr drüber reden soll. Aber das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir ist halt eh... ja, immer wieder ziemlich anstrengend und auch ziemlich wechselhaft. Also es gibt Phasen, da ist es zwischen meiner Mutter und mir besser. Und dann gab es wieder Phasen, da ist es... ja, da empfinde ich meine Mutter einfach nur als Stressfaktor. Ja, was echt ziemlich schade ist. Und ja, das ist halt auch ein Thema, was mich in letzter Zeit so ziemlich beschäftigt mit meiner Mutter. Zum Beispiel hat sie jetzt letztens einfach wieder, habe ich mitbekommen, dass sie irgendwelche Sachen von mir, also irgendwelche Informationen auf Facebook gestellt hatte. Nämlich ein Foto von meinem Haus. Was ich dann halt ziemlich blöd fand. Zum einen hat sie mich nicht vorher gefragt. Und zum anderen will ich nicht, dass mein Vater weiß, wo ich wohne. Oder dass man es allgemein irgendwie rausfinden kann. Und das hat sie auch mittlerweile gelöscht. Aber ja, das ist nicht das erste Mal, dass sie sowas macht. Und die hatte auch schon Sachen zum Beispiel von mir auf Facebook gepostet. Das ist mittlerweile auch zurückgelöscht. Wo ich als Kind irgendwie nackt irgendwo gebadet habe. Und ich finde, sowas braucht sie doch nicht auf Facebook stellen. Sie kann meinetwegen ja auf Facebook über sich Sachen posten. Aber wenn es dann um andere Menschen geht, ich würde es gern selber entscheiden, was für Informationen von mir im Internet landen. Und ja, ich finde es echt uncool, dass sie mich nicht vorher fragt. Und es ist halt auch schon so eine Sache. Ja, es ist schon länger so, dass ich da auch immer wieder versuche, mit meiner Mutter zu reden. Und ich erlebe sie halt bei allen möglichen Themen relativ egozentrisch. Also, ja, es ist ziemlich schwierig, da mit ihr umzugehen. Momentan. Und mir tut es dann halt auch für meinen Bruder leid, der halt noch bei meiner Mutter wohnt. Und ja, bei meiner Mutter halt überhaupt keinen Halt findet. Und ja, ich bin froh, dass ich für ihn da bin. Und er auch seine Freunde hat. Aber ja, ich finde, meine Mutter ist relativ verantwortungslos. Oh ja, ich bin mir halt jetzt selber unsicher, was ich jetzt erzählen sollte oder nicht, weil ich will ja auch nicht über sie irgendwelche Informationen ins Internet machen. Obwohl ich gerne mal über das Thema reden würde. Weil ich denke, dass so das Verhältnis mit meiner Mutter sehr stark zu diesem Helferkomplex beigetragen hat, von dem mein Ego immer wieder leider ziemlich gesteuert ist. Und ja, muss ich mir alles nochmal überlegen. Genau, was ich jetzt noch sagen wollte ist, ich hatte ja vorhin kurz so gesagt, ich habe immer wieder irgendwelche Ideen vom Kanal und dann ja, habe ich es aber irgendwie nicht ganz umgesetzt. Und, ja. Es ist, ich,
Ja, es sind so viele Ideen. Ich weiß nicht genau, wie ich das alles umsetzen soll. Und ich will ja zum Beispiel endlich auch mehr Videos über Mental Health machen. Und ja, vielleicht soll ich mich einfach mal dran setzen und einfach mal was machen. Es gibt auch noch Trip-Berichte von früheren Erfahrungen, über die ich eigentlich auch mal reden will. Und ja, allgemein auch irgendwelche philosophischen Themen. Darüber würde ich auch gern mehr quatschen. Also, ja, Thema Ego. Das ist so ein komplexes Thema. Da würde ich gern irgendwie noch mal was dazu machen. Oder hatte mir auch schon teilweise schon Aufschläge für Videos gemacht, zum Beispiel, wie ich es immer wieder geschafft habe, die Identifikation mit dem Ego zu beenden. Und ja, das will ich unbedingt auch noch machen, das Video. Aber irgendwie, jo, bin ich nicht so ganz dazu gekommen. Weil ich dann halt oft zu arg drüber auch nachgedacht habe. Wie ich eben wirke in Videos, was ich ja vorhin schon ja so gesagt habe. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Weiß. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Man selbst zu sein kann immer wieder relativ anstrengend sein, wenn man gerade so auch eine Phase durchmacht, wo man wieder auch Unsicherheit spürt. Also, es ist gerade so eine Phase in meinem Leben. Da passiert ziemlich viel Veränderung, also auch auf gedanklicher Ebene. Und ja. Schon alles werden. Ja, ich lasse es jetzt so. Manche Linien sind nicht so ganz genau, aber it's okay. Ja, ich habe das noch jetzt, um ein bisschen was zu zeigen, was ich auch noch sonst so mache. Das ist jetzt da fast fertig. Vielleicht kommt noch ein Lack drauf. Da habe ich auch ein paar versteckte Sachen reingemalt. ja. Habe ich gerade Farbe auf meiner Hose? Ich hoffe nicht. Daran male ich momentan auch, weil eine Freundin nächste Woche Geburtstag hat. Und bis dahin muss es noch fertig werden. Also ja, der Baumstamm ist noch nicht fertig, das Gesicht, da fehlt noch eine Brille und vielleicht mache ich es noch einen Tick heller. Und beim T-Shirt fehlen noch die Falten und der Aufdruck. Und ich habe noch was Cooles gemacht. Dennis hatte letzte Woche Geburtstag. Und ja, ich habe ihnen so einen Festivalhut gemacht.
Also hier ist vorne das Wombat. Dann hier lauter so Cannabisblätter. Ein paar Pilze. Ja, ein Umzeichen. Und ich habe da auch so UV-Schwarzlichtfarbe drauf. Das leuchtet dann im Dunkeln. Ja, ich finde so die Cannabisblätter. Es könnte auch Ahorn oder sowas sein. Aber ja, ich glaube, man erkennt es so einigermaßen. Ja. Ja, ich hätte einfach Lust, mal auch was zu nähen, weil ich mit Nähen jetzt nicht so krass viel Erfahrung habe. Also ich kann vielleicht ein Loch zunähen in der Hose oder so. Aber ja, so Kleidungsstücke selber habe ich jetzt, ist ja nur einmal was genäht und das habe ich dann weggeschmissen. Nee. Aber bei dem Thema würde ich mich irgendwie auch voll gern mehr irgendwie so einarbeiten. Ja. Und vielleicht mache ich in nächster Zeit einfach öfters irgendwelche Lara-Videos. Sowas wie heute. Also ich fand es gerade irgendwie ziemlich schön. Oh, was ich jetzt auch noch erwähnen wollte. Genau, heute ist Sonntag. Und heute kommt mein Freund von seiner Ayahuasca-Zeremonie zurück. Der ist am Freitag losgegangen. Und ja. Wie viel Uhr haben wir? In genau 6 Stunden ungefähr. Ja, was heißt genau? Keine Ahnung. Dann wird er ungefähr da sein. Und mein Akku ist fast leer. Ups. Ja, ich wünsche euch dann noch alles Gute.